Wort an die Note-Reihe, aber es ist einfach nur ein großes Smartphone. Es ist nämlich kein Note, denn wir haben hier keinen S-Pen. Wir können das Ganze dann also nur mittels dem Finger bedienen, aber ihr seht, auch hier läuft es wunderbar flüssig. Gucken wir uns mal die technischen Daten an. Wie gesagt, 5 Zoll Display mit einer WVGA-Auflösung. Reicht absolut. Ihr seht hier, wenn ihr es ca. 45 cm vom Gesicht weghaltet, natürlich auch keine Pixel. Muss nicht immer ein HD-Display sein. Wir haben hier Android 4.1.2 Jelly Bean als Betriebssystem. Wie man hier sehen kann, super, super flüssig. Läuft wunderbar, liegt auch sehr gut in der Hand mit seinen 5 Zoll, also ein bisschen kleiner als das Note. Wir haben einen Dual-Core 1,2 GHz Prozessor, 1 GB RAM. Auf der Rückseite eine 8 Megapixel Autofokus-Kamera mit LED-Licht, vorne 2 Megapixel. Außerdem sehen wir vorne auch noch das Duos-Logo, also können wir 2 SIM-Karten einsetzen. Als Akku haben wir einen 2100 mAh Akku und wenn wir hier nochmal das Note 2 neben dran legen, seht ihr auch, das ist natürlich ein bisschen größer mit seinem 5,5 Zoll. Also wem das Note oder das Note 2 vielleicht doch ein bisschen zu groß ist, aber die große Smartphones bevorzugen, vielleicht schaut ihr euch dann einfach mal das Galaxy Grand an. 5 Zoll Smartphone ohne S-Pen-Funktion, aber schön groß, falls ihr Filme gucken wollt. Also, das Samsung Galaxy Grand hier auf dem Mobile World Congress 2013 in